Hallo, all die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und hier und jetzt ist es Montag, der 14. Februar, Entschuldigung, der 4. Februar und wir haben rund 19 Uhr. Die Aktie, um die es heute geht, ist die TUI und vor euch liegt der Chart seit 1.2. Das Ding hat mächtig verloren von etwas über 20 bis runter zur 12. TUI hat am 12. Februar, also sprich in 8 Tagen, Hauptversammlung. Das ist ja auch eine Info vorweg. Das sollte man zumindest mal im Auge behalten. Fangen wir mal an. Dieser Trend hier, den ich gezogen habe, ist lediglich eine optische Hilfe. Für mich ist das kein besonders guter Trend, denn wir haben hier nur einmal einen Berührungspunkt und zweimal. Also das ist nichts anderes als die Verbindung zweier Punkte. Und das ist mir persönlich zu wenig. Der hier in der Mitte wäre der dran gewesen, wäre es die dritte gewesen, ist aber nicht der Fall. Und vor dem Hintergrund ist das rein, soll es eine optische Hilfe darstellen. Ja, nicht wirklich, das ist für mich kein markanter Chartpunkt. Gehen wir mal näher ran. Was man bei TUI immer beachten muss, TUI ist gut für solche Bewegungen. Hier, da, das war damals ein Hammer, hier haben wir nochmal so ein Ding. Da macht es irgendwo oben auf, knallt heftigst runter und schließt dann wieder in der Nähe des Hochs. Das machen die sehr gerne. Und das passiert so im Regelfall alle 3, 4 Monate. Das ist, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich konnte das nicht rausfinden. Wenn ich mir das so anschaue, fallen mir so ein paar Sachen auf. Erstmal rein vom Chart her. Wir hatten also hier diese lange, na, ich nehme es mal wieder ein bisschen runter. Wir hatten hier diesen langen Downtrend von 2, ich glaube von 21 runter bis zur 12. Und dann hatten wir hier einen schönen Doppelboden. Das ist soweit in Ordnung. Und der Weg bewegt sich mit kleinen Korrekturen. Da sind wir momentan auch in einer drin. Bewegt er sich momentan nach oben. Die eigentliche Trendwende kommt also ins Positive hinein, kommt bei mir erst über den Bereich von 15. Das ist dieser Punkt hier. Vorher ist das hier nichts anderes als so eine, ja, Bodenfindungsphase. Ich vermute allerdings, dass dieser Boden langsam hier gefunden wurde im Bereich 12, 12,5, 13, hier unten. Die Bänder sind relativ eng mit 12,95 zu 14. Das heißt, die Volatilität ist insgesamt relativ gering. Was mir auffällt, sind immer wieder diese Arten von Kerzen hier. Auf den außerbörslichen Chart ist es so, dass das hier sogar ein sogenannter Umbrella-Doji ist. Das heißt, wir fangen oben an, gehen noch ein bisschen hoch, gehen deutlicher runter und schließen beim Eröffnungskurs. Eröffnungskurs gleich Schlusskurs. Aber ganz kleiner Docht, sehr lange Lunte. Ich nenne es immer den kleinen Bruder vom Hammer. Und ich finde, das sieht eigentlich soweit ganz okay aus. Wir haben bis unter die 20 Tage die korrigiert und sie heute schon wieder zurückerobert und handeln genau auf der 10-Tage-Linie bei 13,60. Also diesen Trend hier, den finde ich erstmal in Ordnung. Das MACD hat sich völlig in die Neutralität zurückgezogen, hat uns okay, ein okay Verkaufssignal kurzfristig geliefert vom Bereich 14 bis runter 13,20. Es ist jetzt hier neutral, kann ich jetzt erstmal wieder zur Seite legen. Das gefällt mir gut. Das ist einer der wenigen Werte, der sich technisch, zumindest über den Oszillator, schon deutlich abgebaut hat. Wir sind hier unter 18. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass TUI diesen Bereich hier um die 20-Tage-Linie als so eine Art Sprungbrett benutzt, ähnlich wie hier. Und von hier versucht diesen Trend, wenn ich ihn auch gleich nicht für so wichtig halte, aber diesen Punkt hier oben drüber, 14,10, nach oben zu überbieten. Und dann haben Sie wirklich nur diesen Bereich von 15,15 vor sich als Widerstand, gefolgt von der 200-Tage-Linie. Ich meine, das Risiko hier unten in TUI ist als geringer einzuschätzen als das Potenzial. Ich kann mir momentan, also muss schon ganz böse laufen auf der Hauptversammlung oder kurz vorher oder kurz hinterher, je nachdem, was da für Nachrichten kommen. Ich glaube nicht mehr, dass Sie hier die 12 unterbieten. Die Stimmen der Analysten werden auch leicht positiver, so nach dem Motto, okay, wir finden hier einen Boden und KGV-Verhältnisse und wie auch immer, sei ganz in Ordnung. Und die meisten Schätzungen, so wie ich das gesehen habe, liegen eher so im Bereich 16 zu 17. Ich habe also keinen mehr, der sagt, nee, nee, das Ding gehört auf einstellig. Habe ich nicht mehr gesehen. Jetzt ist das nicht so leicht mit Scheinen. Das hier sind die K.O.-Scheine von der UniCredit. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, dass man sagt, ich warte, bis jetzt dieser Punkt hier von 14,10 überboten wird und gehe dann entweder hier drunter mit meinem K.O.-Schein oder hier drunter. Als allererstes habe ich allerdings einen ausgesucht, der ist sogar noch hier drunter.
so eine, sagen wir mal, konservative Variante. Und da komme ich auf diesen hier. Das ist ein 11,32er. Da liegen wir ungefähr hier. Ich habe keinen gefunden, der näher, wirklich näher dran wäre. Am liebsten wäre mir einer gewesen, so mit einer Basis so von 12,50. Ich habe jetzt hier keinen gefunden von der UniCredit. Deswegen ist der meine erste Wahl, 11,32, ein Open-End-Schein mit einem Hebel von ungefähr 6 momentan. Das ist die HU7LHF. HU7LHF. Wie gesagt, ein 6er Hebel. Wem das ein bisschen zu langweilig ist, der kann auch auf den 10er Hebel gehen. Und wenn das hier die Unterstützung ist, bei 12,81 und ich dann ganz gern 2% weggehe, liege ich so ganz grob bei 12,50. Da wäre dieser Schein hier mit 12,06 durchaus interessant. Ja. Das hat einen Hebel von fast 9 und das ist die Kennnummer HX6D75. Der hat also ein bisschen mehr Gas als der hier unten drunter mit dem gerade mal 6er Hebel. Ich merke schon, ich nenne ihn gar keinen Put. Das mache ich, weil ich einfach nicht denke, dass der Wert hier nennenswert nach unten geht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.